Hallo West Wing, schön, dass ihr da seid. Ich bin Christina und wir sind heute hier bei mir im Rohbau, in dem wir in ein paar Monaten einziehen werden. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn ich euch durch das fertige Haus führe. Oh, der West Wing Delivery Service, sehr cool. Jetzt sind endlich die letzten Produkte fürs Haus da. Jungs, gehen am besten direkt über den Garten rein. Ich bin mega happy, es ist endlich alles da, der Sommer kann beginnen, ich freue mich total. Hier auf der Terrasse hatten wir tatsächlich auch große Fragezeichen und haben uns Hilfe vom West Wing Studio geholt. Wir hatten eine super, super liebe Designerin, die uns geholfen und beraten hat. Wir haben am Ende nicht alles zu 100% umgesetzt, aber die Inspiration war top und es war wirklich eine super Erfahrung. Wenn ihr meine Einrichtung nachshoppen wollt oder vielleicht auch einen Raum habt, wo ihr gar nicht wisst, wie ihr ihn einrichten sollt, dann klickt doch mal auf den Link und schaut bei West Wing vorbei. So, hier sind wir tatsächlich schon in unserem Wohnraum angekommen. Das ist der Lieblingsraum der ganzen Familie. Hier verbringen wir die meiste Zeit. Wir waren anfangs etwas planlos, wie wir den Raum gestalten sollen. Haben uns Hilfe vom West Wing Studio geholt, haben tatsächlich auch fast alles umgesetzt und sind mega happy, wie es jetzt aussieht. Ganz besonders lieben wir unsere großartige Couch, Lennon. Wir verbringen sehr viel Zeit hier. Wir haben Platz für die ganze Familie, besonders mein Sohn, der Theodor, der liebt es, hier drauf zu springen. Der Kleine ist 2,5. Wir waren am Anfang etwas skeptisch mit der Farbe, aber die Couch ist super pflegeleicht und wir sind total glücklich damit. Und ganz untypisch für ein Wohnzimmer haben wir hier keinen Fernseher, sondern haben uns für dieses wunderschöne Hype-Ort entschieden. Wir haben hier zwar einen Anschluss, aber wollen hier wirklich Familienzeit verbringen und uns nicht ablenken lassen. Und hier stehen auch noch ein paar Erinnerungen, ein Bild von uns, von meinem Mann und mir von vor ein paar Jahren und die Mickey Maus, die ich vor ein paar Jahren von einer Freundin bekommen habe und die wir auf jeden Fall auch noch integrieren wollten. Und dann kommen wir auch schon in unseren Essbereich. Hier haben wir uns auch vom West Wing Studio inspirieren lassen, haben allerdings ein Erbstück mitgenommen als Tisch. Das war uns sehr wichtig, hier auch etwas Antikes mit modernen Stühlen zu kombinieren. Und wir finden, das ist uns ganz gut gelungen. Hier drüben steht auch noch ein antikes Erbstück. War uns ganz wichtig, das auch noch unterzubringen hier im Erdgeschoss. Und obendrauf ist eine Yoga-Vase, was für mich sehr wichtig ist, da Yoga meine absolute Leidenschaft ist. Was uns hier in dem Bereich besonders gut gefällt, ist das viele Licht, was wir haben. Wir haben einmal Licht von hinten, von der ersten Terrasse und dann aber auch nochmal Licht von der Seitenterrasse. Und das macht es einfach super schön. Gerade am Wochenende, wenn man Freunde zum Brunch da hat, dann macht man alles auf und fühlt sich, als wäre man mitten in der Natur. Und dann sind wir schon am Weg in unsere Küche. Aber was ich euch auf jeden Fall noch zeigen wollte, ist unser DIY-Board mit all unseren Erinnerungen, woran wir uns jeden Tag wieder erfreuen. So, wir sind in der Küche angekommen. Wir haben uns hier für eine dunkelblaue Küche entschieden und sind total glücklich mit der Entscheidung. Es war allerdings ein langer Weg, bis die Küche wirklich da war. Wir mussten ganz lange ohne Arbeitsplatte und ohne Kühlschrank auskommen. Das heißt, mein Tipp, wenn ihr ein Haus baut, kümmert euch um die Küche ganz zuerst. Und jetzt nehme ich euch mit nach oben. Kommt mit! Und hier sind wir nun auch schon im Kinderzimmer von meinem Sohn Theodor angekommen. Hier war das West Wing Studio uns auch eine ganz große Hilfe. Wir haben tatsächlich alles umgesetzt, abgesehen vom Teppich. Hier, wie man sehen kann, ist Theodor ein ganz, ganz großer Autofan und wir wollten ihm unbedingt einen Straßenteppich reinlegen. Und wo er ganz große Augen gemacht hat, als er zum ersten Mal hier reinkam, war dieses Tippi hier. Und auch unser Hund Emmy findet es da besonders toll. Und es war auch noch super wichtig, dass wir das Zimmer nicht allzu voll stellen, sodass Theodor immer noch super viel Platz hat, um zu spielen und auch seine Eisenbahn hier aufbauen kann. Und deswegen haben wir auch die Wickelkommode in ein anderes Zimmer platziert. Jetzt stehen wir schon bei uns im Arbeitszimmer. Hier war uns wichtig, dass das Arbeitszimmer super clean ist, sodass wir nicht abgelenkt werden, wenn wir hier fokussiert arbeiten. Wir haben hier auch nochmal ein Sideboard reingestellt, um einfach Stauraum zu haben und natürlich eine Pflanze, was auch besonders wichtig war. Jetzt ist der Raum meines Erachtens schon relativ voll, aber wie ihr vielleicht hört, hallt es hier immer noch. Habt ihr denn irgendwie Tipps, was man hier machen könnte, damit es nicht mehr so hallt? Dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare rein. Und bevor wir jetzt gleich weitergehen ins Schlafzimmer, wollte ich euch nochmal erinnern, wenn ihr die Produkte nachshoppen wollt, dann klickt doch einfach auf den Link. Kommt, wir gehen nach oben.
nun sind wir hier auch schon im Elternbereich in unserem Schlafzimmer im Dachgeschoss angekommen. Wir fühlen uns hier super wohl, wir lieben die Dachschrägen, auch wenn sie etwas schwierig einzurichten sind. Und als kleiner Tipp für euch, wenn ihr auch ein Polsterbett wollt in der Dachschräge, achtet darauf, dass das Kopfteil nicht allzu hoch ist, damit es gut in die Nische reinpasst. Wir haben hier als Nachttisch auch keinen klassischen Beistelltisch gewählt, sondern einen Puff. Und hier auch als kleiner Tipp, man kann sich die Glasplatten ganz einfach zuschneiden lassen und dann hat man einen individuellen Beistelltisch. Und hier drüben möchte ich euch noch unseren Schrank zeigen. Da standen wir tatsächlich vor einem Problem, weil wir nicht wussten, wie wir die Dachschrägen am besten nutzen und haben uns vom Schreiner dann einen Einbauschrank bauen lassen und haben auch hier ein Element gebaut, das in den Raum hineinragt, um etwas mehr Platz zu haben, um Sachen zu verstauen. Und mein besonderes Highlight ist das eingebaute Licht. Was würde euch denn noch zum Thema Hausbau und Einrichtung interessieren? Schreibt es doch unten gerne in die Kommentare. Und das war's von mir. Ich möchte mich ganz herzlich nochmal beim Westwing Studio Team und vor allem meiner super lieben Designerin bedanken für all die Tipps und Tricks. Und bis bald. Ciao!